überall, ne? Immer weiter. Freunde der schweißtechnischen Unterhaltung. Upgrade Stahlwerkstatt. In den letzten Zügen. Wir haben die Toolwall gebaut. Der eine oder andere hat den Dreiteiler gesehen. Ja? Aus diesem Dreiteiler haben wir so ein Medley gemacht. Ja? Ein Zusammenschnitt, dass du siehst, so haben wir begonnen, das ist der Plan, so sieht's aus, das sind die Funktionen. Und genau das gucken wir uns jetzt an. Was bisher geschah. Unser alter Kiosk, den wollen wir duplizieren. Beide Teile werden dann die Halle abgrenzen und werden eine Menge Tools bekommen. Das ist, was wir vorhaben. Die Platte, die hier drauf kommt, ist 800, hat 40 Überstand, wird nice aussehen. Wir bauen was Feines, Bock drauf. Ah. Freunde, der Björn meckert gerade, weil ich für ein Chaot bin, ja? Ey, Memento, was ist los? Also, einen großen Rahmen, 2200 hoch, 2000 breit. Die Rückwand unseres Kiosks, ja? Toolwall. Füße, zwei Stück, 840 mm hoch. 80 Quadratrohr, 3 mm stark. Ja, die Ansichten sind verschieden, ist korrekt, aber ist für mich nur einmal Brain. Bisschen, ja. Die Tafel nimmt einmal kurz meine Maße, ich guck drauf, weiß, was ich baue. Ja, das ist die Arbeitsplatte 760 mal 2000. Ja, natürlich, kommt hier vorne dran. Jetzt habe ich alles. Materialsägen. Wir schneiden hier gleich noch ein Scheibchen ab. Und dann ist unser Reststück nach Adam Riese plus das 1,5 mm starke Sägeblatt 4 mm. Effizienz A dreifach plus. Run for your life. Sie nannten ihn Schneider. Freunde, nur ganz kurz. Ein Teil der Arbeitsplatte, quasi dieses Ding hier. Ein gerades Ende, einmal 45 Grad. Die Säge ist jetzt einmal auf 45 Grad gestellt. Wenn ihr wenig Verschnitt haben möchtet, und das wollen wir alle, weil Material ist kostbar, ja, nutzt den Schnitt, den ihr gerade habt. Nicht gerade absägen und die 45 Grad sterben lassen und dann so ein Stück hier produzieren. Das wäre dann Ausschuss. Schaut euch euren Zuschnitt an. Wenn ihr noch was habt mit 45 Grad, sägt erst das. Kein Verschnitt produzieren. Hirn sägt mit. Nicht nur nachts. Haben wir wieder schön durchgescheppert.
ich habe mir jetzt komplett meine Wickhandschuhe versaut. Macht man nicht. Wickhandschuhe, naja, zum Wickschweiß nutzen. Ne? Nehmt euch diese Montagehandschuhe besser, um mal zu pekeln. Ne? Die schönen Wickhandschuhe tut mir immer so ein bisschen im Herzen weh. Für den bestimmten Einsatzzweck zweimal die Zellen anstrengen und dann richtiges Werkzeug aussuchen. Hilft ungemein. Also Motto ist sowieso, je besser dein Werkzeug, desto besser dein Endprodukt. Desto schöner, sauberer, genauer und so weiter. Und wissen, wo dieses Werkzeug ist. Deswegen sind wir hier bei Tooltime, wollen wir Werkzeugzeit. Stahlwerkzeugzeit. Wir bauen diese riesen Toolwall und ich freue mich riesig. Also wenn das fertig ist, dieses Ding, ja. Und die Funktion, die das bekommt, die ist zum Lachen. Also da ist, das wird super. Säge anstelle des Regals. In der Mitte richtiges Tor. Also ein Portal. Richtiges Tor. Kugel gelagert, sowas. Ja? Das muss aber knarzen. Soundmodul. Ja, genau. Fertig. Fertig geschliffen. Funkenflug und Spritzer. Gibt's nur eins? Geheftet. Spoken, your words have been so broken. I've been under your hypnosis. Why did I sip that potion? I'm so done with holy ghosting. My birth, it is an omen. Lay me down up in the ocean until you see no motion. Right now I can barely focus. I'm showing no emotion. On your knees, show your devotion. My skin is black but golden. I'm not here for bragging, boasting. Ain't lying, I've been chosen. Mind is burning, heart's exploding. This is my magnum opus. Are you with me now? Said, are you with me now? Ain't felt this good in a while. They want us to simmer down. Can you hear me now? Am I going in and out? I stop and just look around to see if you're with me now. Tell me, are you with me now? Ready to put it down? Start at the bottom, already forgot them, but they won't forgive me now. You really ain't ready now. You haters just in the crowd. But still, I just look around. Are you with me now? Are you with me? Step in the fire, get ready to take it higher. Real nigga coming out your ever fire. Y'all want every black man to be rich and pride. Why these white boys fuck up and turn into shy, huh? Cell phone became your brother. Internet replaced your mother. You leaving homies on red. It's no wonder all your friends dead. Jealousy was a centerpiece. Ist noch ein bisschen Schlacke dran. Ja? Gefällt. Einmal fluchten da, ne? Gut. Der Rahmen ist fertig. Ja? Jetzt kümmern wir uns, jetzt wechseln wir das Verfahren und kümmern uns um die Arbeitsfläche. Und go. Zack. Einmal da dran. Das sieht auch schick aus. Das muss stehen. Ich habe Bock, dass dieses Upgrade jetzt passiert. 8218, alles wie immer.
wie wir es kennen. 100 Ampere, 21 Volt, Tor runter, schweißen. Jawoll, das ist Max-Sound, ne? Schnelle Nummer. Gefällt mir gut. Auch diese Nähte werden wieder ein bisschen beschliffen, damit wir diese Optik bekommen. Rahmen Nummer 1, Rahmen Nummer 2. Ja, Arbeitsplatte, hinterer Rahmen. Füßchen dran, Fuß drauf, heften, verschweißen, weiter geht's. Der Typ hat sie nicht alle. Doch, hat er. Unter anderem ARC 200. Reines Elektrodengerät, habe ich mir einfach mal hier reingezogen. Weil wir Elektroden schweißen. Welche? Ja, einmal die 6013er von Stahlwerk angetestet. Nummer 1. Da ist sie. Besser ist natürlich kurz vor Temperatur. Ich glaube, da bin ich durch. Ja. Schwierig. Es ist schwierig. Ist so, es ist die Handfertigkeit und immer eine Frage der Schweißtechnik, ja? Nicht durchgebrannt, 45 Ampere funktioniert, schmilzt schön ab, zündet schön, bleibt stabil. Wir sind mit der Elektrode runtergegangen auf 45 Ampere. Was ich jetzt für eine Schweißtechnik anwende, ist die Elektrode oben vorbeiziehen, um etwas Material abzuwerfen. Mache aber unten auf dem unteren Rohr eine Pause, damit sich das oben etwas abkühlt.
Aufnahme muss ich mir mal anschauen, ja? Aber ihr habt gesehen, rühren, gucken, wohin mit der Elektrode? Quernette musst du üben, ja? Die werden prinzipiell nicht so schön. Praxis, ja? Gilt auch für mich. Arbeitsplatte drehen, heften, auf geht's. E6013 Doppel-R von Stahlwerk. So, fertig. Wir haben jetzt hier unseren großen Stuhl, unsere Tool-Wall. Sieht aus wie ein Sessel von der Seite. Jetzt wollen wir ja eine Funktion haben. Funktion um 180 Grad drehbar, beide. Das heißt, wir müssen hier zwei Löcher bohren. Noch dreimal, dann ist er durch. Was für eine schöne Körnung. Weißt du, was das war? Doppelkorn. Pilotbohrung. Bisschen vorsichtig, weil einfach wirklich groß, ne? Läuft gut. Ein bisschen was Kühlschmierung. Schon fast durch. Recht zügig. Also könntet ihr diese beiden wunderschönen Löcher sehen, aber das könnt ihr jetzt gleich. Wir kippen jetzt einmal vor, gucken uns das an, bohren die beiden dann von der Innenseite. Auf geht's. Das Fiatzeck! Jutzeck! Sehr, sehr gut. Freunde, hat super geklappt. Löcher sind drin. Ich schweiß ein bisschen weg. Ganz einfach. Ja? Pearl rein. So, der ist ein bisschen größer, als er soll, um zu klemmen. Reiter bis Wolki. Ja. Hi. Ta. Weißt du, zu faul, die Schraubzwinge wegzumachen und sich selbst das Leben ein bisschen schwer machen. Draht schön drinnen lassen, ne? Vorne an die Spitze, 100 Ampere, das ist so warm, dass der sich schön von alleine durch das Schmelzbad verflüssigt, einwandfrei. Jetzt irgendwie versuchen, diesen Tropfen gleich groß zu halten. Langsam durchziehen. So, jetzt kommen wir hinten an. Laufen lassen, ums Eck schmelzen lassen. Achtung, hier ist so Gasschutz, ein bisschen gefährlich, weil wir hier ums Eck gehen. War jetzt nicht so die schönste Position, jetzt machen wir das gleiche nochmal in noch schöner. So, schön schmelzen. Drähtchen vorne rein. Lässt sich einrichten.
ganz langsames Pendeln, ne? Schön stabiles Schmelzbad, immer ungefähr gleich groß, ja? Obere Flanke, untere Flanke, leicht ziehen, versuchen die gleichen Abrollbewegungen mit dem Brenner. Ja, Draht bleibt drinne, wird ab und zu nachgeführt mit der linken. Laufen lassen, entspannt bleiben, ja, kreisen. So, jetzt werden die Handschuhe ein bisschen warm, da müssen wir auch drauf aufpassen. So, ums Eck, schmelzen, Draht drinnen lassen, weitermachen, keine Angst, und dann absenken. So, das ist genau jetzt der Punkt, wo mir mein Draht zu Ende geht. Jetzt gehe ich in die Absenkzeit, drücke wieder drauf, habe meinen neuen Draht gegrapscht. Ja, bringt ein bisschen Unruhe, ja, aber wir können weitermachen. Ja, kleines Tröpfchen, leicht, ganz leichtes Pendeln, nicht mehr nötig, weil jetzt generell ein bisschen Temperatur drin ist. Da läuft das Ganze ein bisschen besser, unten war es ein bisschen kälter. Schon angekommen. Gar nicht so weit der Weg. Auf die Finger aufpassen. Ja, der Brenner zielt jetzt auf den Handschuh. Aus. Absenken, Gasnachlaufzeit. Nichts zu meckern. Normales Pendeln mit der Hand, saubere Naht, ja, geht immer schöner, geht aber auch immer bedeutend schlechter. Das ist die Platte, auf der wir gleich unser 40er Rohr drauflegen, ja, und naja, kräftig abheften. Ja, muss jetzt auch nicht Bombe geschweißt werden. Vier Heftstellen vorne, hinten, Blindnietenzange, einmal festmachen. Du bist Kameramann, du hältst einfach drauf, ne? Ja. Junge, 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 Junge. Boah, Junge, Nieten. Nieten sind Nieten. Freunde! Gemessen haben wir, zugeschnitten haben wir beide Rahmen rein, Rahmen heften, Rahmen draufwerfen, danach Achse messen, auf geht's. Zwei Rahmen, ja, beide geschweißt, setzen wir jetzt mal ein. Hier kommt unsere 25 mm Welle rein, Füllung rein, Holz, verbranntes Holz, stehe ich total drauf, genau wie auf diese Optik, ja. Das ist jetzt nichts super sauber hergestelltes, nein, aber so soll es sein, ja. Hier ein bisschen drüber geschliffen, Naht noch zu sehen, bisschen raw and dirty, ja. Masse dran, Gas ist auf. Moped, 145 Ampere. Won't you come and see what it's like? Living by the rules that you write. You ain't not those lavish delights. Now you ain't no back in sight. Zunächst mal ausgerichtet, jetzt wird es geheftet und dann lassen wir einmal drehen. Jetzt bin ich beruhigt. Komm mal dies, komm mal das und da arbeitet die Maschine, Junge.
Arretierung kommt noch. Ja, kommt noch. Gefällt. Brushless Killer. Ich habe alle Tools zu mir. Hier, Junge. So. Ich geh mal schnell bohren, dann können wir schweißen. Hey! Let's go! Back! Ich komme mir so ein bisschen vor wie ein Metzger mit der Schürze. Ne? Hier gerade mal. Kann ich vom 15er bitte 100 mm haben? Ja, darf es auch etwas mehr sein? Nein, das ist ein Maß. Ey, das ist ein Maß. Darf nicht mehr sein. Wir nehmen uns das 15er Vierkant, klemmen das als Abstandhalter zwischen unsere Arme, ja, und können so gewährleisten, dass wir gleich die Rolle so einfach einsetzen können. Sauber machen, nochmal anreißen, schweißen. Und zwar MIG 270, MAC und schön dick. Mm. Da gehört sie hin. Shows reminiscing on the nights we was.
broke. We were searching for the place in our souls. Didn't even realize we were so close. Let's go to that place where nobody even knows. So how can I recognize the lows? Don't try to get a beat, you gotta. Nicht lang schnacken, Kopf im Nacken, ja? Schweißgerät rüber. Let's go. Back. 4,40 Meter Höhe. Aber Guillotinentor, ne? Wer Guillotinentor baut, der muss mit der Angst leben. Das ist so. Das ist fest genug hier, ne? Nicht, dass der hier... Bleib so. Bleib so. We was always taught to hit the gas. We ain't even know they made breaks. We control our own fate. Watch the dreams take shape. Try to keep us out. We gon' freak out. Turn this water cake. Ich meine, ich hätte einen Dom gehört. Freunde, Freunde! Groß, schwer, stark, ist auch so halb ausgerichtet, 1,10 Meter Tor, Tür, Tor, Guillotinentor, Breite. Müssen ein bisschen Alu schweißen, Maschine gerade ausgepackt, schön frisch, neues Schlauchpaket, Gaslinse montiert, grüne Wolfram-Elektrode. 1,89, das ist gut. Guck mal, diese wunderschöne Kalotte hier. Angeschliffen, ganz normal, wie man so eine Wick-Wolfram-Elektrode anspitzt. Und jetzt schauen wir jetzt mal hier, schaut euch mal diese wunderschöne Kalotte an. Das ist der Unterschied zwischen Grau, ja, spröde, verbrannt etc. pp. Und Grün. Rein Wolfram, mega. So, der legt sich da rein. Freunde, Inlay der Tür. Holz zurechtgesägt. Vorbereitung, um diese Tür zu bespannen, ja, damit die schön leicht bleibt, werden wir die von innen mit schwarzem Molton bespannen, einfach festtackern, ja, Holz ein bisschen flambieren, damit wir die Optik haben unserer alten Toolwall. Jetzt gucken wir uns mal an, was bei diesem Upgrade rumgekommen ist. Richtig nice Geschichte, richtig nice, ja, erstmal Gesamtoptik, ja, Samstagsverkehr, Leute kommen rein, es sieht aus wie im Custom Shop. Genau so soll das aussehen, ja, Schweißgerät raus, bumm, wir gucken uns das an und probieren das da vorne. Schlauchpakete, ja, Maschinchen, wenn das jetzt hier gelaufen ist mit dem Upgrade, ja, auch mit diesem Medley,
dann kümmern wir uns natürlich wieder um ein bisschen um Schweißtechnik und auch hier um diese Mini-Gadgets. Ja? Wie nice ist die Axt? Was soll das? Was ist mit dieser Axt los? I love it. Hier, Lieblingswerkzeug. Ja? Gucken wir uns an. Was mache ich überhaupt mit so einem Ding? Ja? Und wir haben was ganz Spezielles. Mini-Elektrowerkzeuge. Ja? Die kleinsten Werkzeuge des Planeten. Ja? Es mag kleinere geben, aber wir haben die kleinsten. All das werden wir uns ansehen. Die Toolwall mit der Mega-Funktion. Ich liebe diese Funktion. Ja? Ich brauche Schlüssel und Hammer auf der anderen Seite, brauche aber die Schweißhelme hier vorne. Die wird irgendwann elektrifiziert. Ja? Ich fühle mich auch elektrifiziert. Das ist so. Und jetzt, ganz ehrlich, hier. Zauberei. Zauberei. Richtig nice. Ja? Was ist los mit dieser Tür? Ja? Die Guillotine-Tür ist jetzt schwerelos. Ganz kleiner Kick. Ja? Und das Ding fährt hoch. Wie nice ist diese Geschichte? Ja, wir können jetzt quer durch die Halle filmen, ja, haben komplett aufgeräumt. Jedes Tool hat seinen Platz. Ja, Schublade auf oder Kiste raus. Ja, Kiste raus, nehmen, bearbeiten, wieder zusammen, weg. Da kommen so viele Tools. Ja, bitte, was ist los mit dieser Funktion? Ich liebe diese Funktion. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ja? Wir gucken uns jetzt noch einmal die Tür an und dann sehen wir uns in der nächsten Folge.